2 Monaten Pause. Gestern große Vorfreude auf den Start in die neue Regionalliga-Saison. Eine Regionalliga-Saison mit 9 Vorzeichen, 2 Saarvereine drin und als hätte man es nicht besser machen können. Zuerst einmal das Derby zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der SV Elversberg. Allerdings, und das wissen Sie mit Sicherheit schon, mit einem sehr ungewöhnlichen Ausgang. Ich begrüße Sie zur Arena am Samstag. Neuauflage. Wir starten in die neue Saison und ich begrüße Dieter Ferner. Hallo, herzlich willkommen. Gestern Abend ein 6:0 gegen Ihre Mannschaft. Das haben Sie sich bestimmt anders vorgestellt. Ja, das kann man wohl so sagen. Ich sage einfach mal, das war keine normale Niederlage gestern. Das war gestern ja, ein Desaster, eine Hinrichtung, eine Demütigung, glaube ich, für alle, die dem Verein und der Mannschaft nahestehen. Also das sind ganz harte Worte, die der Trainer in diesem Moment erst einmal sagt. Und wir wollen Ihnen natürlich auch zeigen, worum es ging. Gestern Abend ging es los, 19 Uhr, 6.000 Menschen im Ellenfeld-Stadion. Der 1. FC Saarbrücken gegen Elversberg. Das Ganze hat 9 bzw. 6 Minuten gedauert, bis die Herrlichkeit vorbei war aus Seiten oder aus Sicht des 1. FC Saarbrücken. Denn dann fiel das erste Tor. Andreas Haas war es, der jubelte bereits um 19.06 Uhr. Und dann fielen noch 5 weitere Tore zu diesem, wie Dieter Ferner sagt, ja fast schon Hinrichtung in Sachen Regionalliga-Fußball. Die Einzelheiten hat jetzt Frank Grundhefer für Sie. Es ist eine Niederlage historischen Ausmaßes. Damit hatte beim FCS niemand gerechnet. Der Schock auf der einen Seite, losgelassene Freude auf der anderen. Wir haben dann aus erster Chance Tor erzielt, zweite Chance 2-0. Wir haben über das Spiel wenig zugelassen, wir waren reifere Mannschaft. Unser Ziel war so 90 Minuten zu spielen, dass man nach Spielende feststellen kann, dass wir etwas mehr Erfahrung haben und mehr Profispieler hinter uns und es ist uns eindrucksvoll gelungen. Sinnigerweise wird in der 6. Minute das 6:0 eingeläutet. Andreas Haas lässt keinen Zweifel daran, warum er mit Martin Willmann das Sturmduo der Anfangsformation stellt. Das berühmte frühe Tor, da war es gefallen. Und die FCS-Defensive hinterlässt einen eher naiven Charme. Berafato und Schuck lassen Haas alleine und den Stürmer damit gewähren. Die Reaktionen auf den Bänken. Dieter Ferner scheint noch nicht glauben zu wollen, was er da mit ansehen musste. Saarbrücken ohne Petri, der wieder viel verletzt pausieren musste. Aber die Fans pushten das Team unermüdlich und trotz Rückstand. Der neue Stürmer, Velimir Girgic, wirkungslos. Adnan Masics Abschlag dagegen, eine wirkungsvolle Waffe. Martin Willmann zum 2:0 und sowohl Andreas Haas als auch Adnan Masic dürfen sich Assist-Punkte notieren lassen. Und die Fans wussten, wer das 2:0 eingeleitet hatte und honorierten die Tat des Torhüters. Die taktische Disziplin der SVE bemerkenswert, mit einem grundlegenden Unterschied zur vergangenen Saison. Gestern wurden die Chancen auch verwertet. Masic, Haas, Willmann. Nur 3 Stationen auf dem Weg zum Erfolg. So will Jurac Vasic Fußball sehen, kompakt stehen und dann überfallartig sein Ziel erreichen. Und dann die 30. Minute. Plötzlich, für viele überraschend, entscheidet Schiedsrichter Stefan Trautmann auf Elfmeter. Entsetzen beim 1. FC Saarbrücken. Torhüter Müller soll Martin Willmann gefoult haben. Doch der Ersatzmann für Enver Marina ist sich keiner Schuld bewusst. Und das zu Recht. Keine der Großaufnahmen lässt einen korrekten Rückschluss zu. Müller, Mann und Willmann befinden sich in einem Dreikampf, dessen Ausgang der Unparteiische allerdings richtig bewertet. Denn erst die totale Einstellung zeigt, Mann reißt Willmann um. Hier zu sehen, die Foulentscheidung somit richtig, die gelbe Karte für Müller hingegen nicht.
Elversbergs Bank war das alles gleichgültig. Islamoglu ohne Nerven gegen Müller. 3:0 für die SVE. Die Vorentscheidung war gefallen. Aber der Unmut auf Schiedsrichter Trautmann war nun bei den FCS-Anhängern nicht mehr zu bremsen. Ich denke, das hat mit der schiedsrichter Leistung wenig zu tun. Dass wir, wenn Elversberg sechs Tore mehr schießt als wir, dann haben die das Spiel klar gewonnen. Und da jetzt über einen Schiedsrichter zu diskutieren, ist, denke ich, absolut Fehlplatz. Ich denke, wir haben andere Baustellen als die Schiedsrichter. Doch Stefan Trautmann muss sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht beruhigend auf eine hitzige Partie eingewirkt zu haben. Sein Auftreten war konsequent, dabei aber arrogant, fast aggressiv. Elversbergs Neuzugang Nakas wurde gestern noch nicht eingesetzt. Doch was er sah, dürfte ihn überzeugt haben. Auch nach der Pause änderte sich an der Überlegenheit der SVE nichts. Der FCS überfordert und Andreas Haas belegt mit seinem zweiten Treffer zum 4:0 seine Klasse. Die Vorarbeit leisten Willmann und Fein. Jetzt wurde aus einer deftigen Klatsche so langsam ein kleines Debakel. Der FCS unverständlich lax in seinen Aktionen und Elversberg nutzte jede Chance, die erarbeitet wurde. Und an einem Tag wie gestern kommt dann alles zusammen. Schiedsrichter Trautmann als unglücklicher Passgeber für Adam Fall. Das Team von Juraj Vasic musste auf Innenverteidiger Simic verzichten. Paul übernahm diesen Part großartig und gehörte mit den beiden Stürmern und Torhüter Masic zu den besten Elversbergern. Eugen Hach zufrieden, doch die Partie lieferte noch weitere Höhepunkte. Hier will Girgic einen Elfmeter. Der Schiedsrichter wieder im Mittelpunkt und auch diesmal wählt er die unpopuläre Entscheidung. Er zeigt Velimir Girgic die gelbe Karte wegen Schauspielerei. Und er liegt damit richtig, was die Zeitlupe belegt. Die Anhänger des FCS jetzt in ihrem Ärger nicht mehr zu bremsen. Die Entscheidungen von Herrn Trautmann waren allerdings allesamt richtig. Über sein Auftreten darf mit Sicherheit diskutiert werden. Und so unterbrach er die Partie für 10 Minuten, weil immer wieder Gegenstände auf das Spielfeld flogen. Ein nicht tolerierbares Verhalten sogenannter Fans. Doch mit einbrechender Dunkelheit und ohne Flutlicht ging es weiter. Aber am Spiel änderte sich nichts. Der FCS rannte unbeholfen an und Adnan Masic hatte einen weiteren großen Auftritt. In diesem Falle ging der Assist direkt an ihn. Willmanns 5:0, eine Zusammenarbeit zwischen Torwart und Sturmspitze. Sechstausend im Ellenfeld trauten ihren Augen kaum noch. Das Ergebnis kam nun einer Demütigung gleich. Und Martin Willmann avancierte zum Spieler des Spiels. Adnan Masic hingegen freute sich über sein direktes Einwirken. Der Torhüter als Passgeber. Das war kein Zufall. Ich versuchte immer, unsere Stürmer zum Ball zu füttern. Und wir sprechen immer, wenn die gegnerische Mannschaft geht 30, 40 Meter weg vom Tor. Kann ich schon Dropkick reinmachen. Da. Schon nach 58 Minuten verließen viele FCS-Fans das Stadion und ersparten sich den Anblick des 6:0, der für die Fans der Gegenseite natürlich ein Genuss war. Der angewechselte Haluk Türkeri und dann Martin Willmann zum Dritten. 6:0 hieß es eine Viertelstunde vor dem Ende. Und der FCS konnte froh sein, dass die SVE nun sämtliche Offensivbestrebungen einstellte. Einen besseren Start in die Saison kann man sich nicht wünschen. Elversberg muss diesen Schwung mitnehmen, vor allem die Tatsache verinnerlichen, dass gute Chancen konsequent verwertet wurden.
Türkeri, eine echte Alternative zu den Sturmspitzen Haas und Wilmer. Man hat es gesehen, das Spiel war heiß, Fans waren heiß. Ja, gute Reaktion gezeigt heute. Eine denkwürdige Partie ging im Halbdunkeln zu Ende. Und selten sind die Gefühlswelten so unterschiedlich. Die SVE euphorisiert, der FCS konsterniert. Wir haben alles, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, mit dem Arsch wieder eingerissen. Wir haben mit der Leistung, dass man jedem einzelnen Fan, der hier das Stadion besucht hat, ins Gesicht gespuckt. Und das ist einfach wortlos. Also. Wir haben uns viel vorgenommen gehabt heute und haben auf ganzer Linie enttäuscht. Und da müssen wir uns für die Leistung einfach entschuldigen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Szenario hatte beinahe etwas Unwirkliches. 6:0 besiegt Elversberg Saarbrücken. Das Kräfteverhältnis wäre fürs Erste klargestellt. Die SVE konnte gestern überzeugen. Vom Torhüter bis zu den Sturmspitzen. Die gehören ja heute auch zu den Stürmern bei den Vorlagen. Ja gut, ich habe, wie gesagt, ich wollte nur bin ich zu null spielen und das war Befehl von Trainer. Und Dieter Ferner wird dieses Spiel sicher auch so schnell nicht vergessen, auch wenn er es gerne aus seinem Gedächtnis streichen würde. Ja, Dieter Ferner, Sie haben 10 Minuten noch mal mitgelitten, das hat man hier im Studio gemerkt. 20 Stunden nach dem Spiel, wo waren die hauptsächlichen Fehler? Ja, die hat man ja jetzt, glaube ich, hundertprozentig sehen können. Schon mal, wenn du da am Spielfeldrand sitzt, siehst du nicht jede Szene so genau, wie sie jetzt hier nochmal nachverfolgen kannst. Ich sage einfach mal, man spricht heute so viel im Fußball über Systeme, über Laufweg und all diesem Pipapo. Heute hat man gesehen, im Fußball kommt es darauf an, ob ich meine Zweikämpfe gewinne oder ob ich die nicht gewinne. Wir haben in der Defensive fast alle Zweikämpfe gegen die Stürmer des SV Elversberg verloren und darum haben die auch diese Tore gemacht. Ja. Also kollektives Versagen im Einzelnen oder der Einzelne, der da dann in der Situation versagt hat? Gut, das war ein kollektives Versagen, weil wir haben eigentlich über 90 Minuten nicht das Spiel mal in die Hand nehmen können. Das war vielleicht mal so 10 Minuten nach der Halbzeit, wo wir ein bisschen Druck aufbauen konnten, nachdem wir in der Halbzeit auf 2 Spitzen umgestellt hatten. Aber dann durch das 4. Tor war das natürlich auch wieder hinfällig. Man hat natürlich gesehen, dass vor allen Dingen unsere Innenverteidigung heute total neben sich gestanden hat. Oder gestern total neben sich gestanden hat. Wir wissen, dass der Sprung Oberliga-Regionalliga ein großer ist. Auf der anderen Seite der Unterschied Elversberg-Saarbrücken im Pokal-Halbfinale war so groß nicht. Mhm. Wie erklären Sie sich diese, wie Sie vorhin selbst sagten, Hinrichtung dann gestern? Gut, es gibt schon mal solche Spiele. Ich meine, das ist jetzt eine einfache Antwort. Aber Fußball ist auch ein einfaches Spiel. Das hat man gestern wieder gesehen. Wie gesagt, wenn uns der Gegner jetzt an die Wand gespielt hätte, ausgespielt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, das muss man akzeptieren. Aber die haben ja mit den einfachsten Mitteln uns hinten aushebeln können. Und da muss ich sagen, da erwarte ich einfach mehr. Und da können diese Leute, die diese Fehler auch gemacht haben, die können einfach auch mehr. Das haben sie in den Vorbereitungsspielen gezeigt, das haben sie im letzten Jahr gezeigt. Und wir müssen so schnell dahin kommen wie möglich, dass wir die Leistung, die wir abrufen können, dass wir die auch abrufen. Sie sagen, letztes Jahr, ich sage es einfach mal so, über 30 Spiele nicht verloren. Ist das in der Mannschaft drin, dass man irgendwo hinfährt und quasi Chef im Hause ist? Nein, das habe ich denen noch mal ganz klar gesagt in dieser Woche, fast vor jedem Training. Die Zeit der leichten Siege ist vorbei. Wir werden in der Regionalliga keinen Gegner dominieren. Wenn wir gewinnen sollten, dann wird das mit 1-2 Toren Unterschied. Wir werden keine Mannschaft wie zum Beispiel Pirmasens hier zu Hause mit 8 Stück nach Hause schicken. Um diese Siege zu erringen, bedarf es von jedem Einzelnen 90 Minuten volle Konzentration und die Bereitschaft, alles abzurufen, was ich habe. Die Liga, Sie haben es gesagt, wird keine einfache Liga werden. Sie haben auch ein ganz schweres Startprogramm. Da kommt mit Eintracht Trier und Rot-Weiß Essen kommen jetzt ja ganz schwere Brocken. Wie stellt man eine Mannschaft nach so einer desaströsen Niederlage denn jetzt wieder ein? Gut, ich muss natürlich jetzt mal diese Woche im Training sehen, wie der Einzelne im Training reagiert. Danach muss ich einfach dann auch die Erkenntnis ziehen, wie die Mannschaft am Wochenende aufläuft.
ich kann nicht jetzt schon sagen, ich werde jetzt aufgrund dieses Spiels alles durcheinander hauen. Wir sehen hier auch nochmal das Programm der nächsten 7 Spieltage bis zum 7. Spieltag. Da kommt dann am 3. Oktober noch das Spiel gegen Kaiserslautern dazu. Also das liest sich schon sehr prominent, was da jetzt im Moment auf Sie zukommt. Regionalliga prominent. Gut, Tatsache ist, du musst über das eine Jahr gegen alle Mannschaften spielen. Ist egal, wann du gegen wen spielst. Dass das jetzt kein leichtes Auftaktprogramm ist, ist natürlich klar. Trier ist wieder ein Derby. Für die ein Derby, für uns auch ein Derby. Dann müssen wir nach Rot-Weiß Essen mit einer der großen Meisterschaftsfavoriten und Preußen Münster, die auch ganz oben angesiedelt sein werden oder wollen, ist dann der nächste Gegner hier im Ludwigspark. Aber die haben auch schon gestern erlebt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, wie wir das auch schmerzhaft spüren mussten. Dann wollen wir mal sehen, wie diese ganzen Ergebnisse heute an diesem ersten Regionalligaspieltag ausgesehen haben. Ich denke, sie werden eingeblendet. Da sind sie. Leverkusen-Bonner SC, überraschend für den Aufsteiger, 2:2. Lotte-Bochum, keine Tore. Preußen-Münster, Mainz 05, 1:2. Eintracht-Trier, Schalke, 2:2. Elversberg-Saarbrücken, das haben wir ausführlich gesehen. Essen-Kaiserslautern, 2, auch das haben wir gesehen. Wormatia-Worms gegen Verl, 0:0. Und Köln gegen Düsseldorf, 2:2. Wenn wir uns jetzt die Tabelle im Moment natürlich, könnte man die sich in Elversberg einrahmen, erster Tabellenplatz, und zwar nach dem ersten Spieltag. In Saarbrücken wird man sich diese Tabelle mit Sicherheit nicht einrahmen wollen, denn da steht man im Moment auf dem letzten Tabellenplatz. Die Mannschaft jetzt noch mal aufrichten, Sie haben es gesagt, aber auch das Umfeld aufrichten. Gibt es da schon erste Reaktionen aus dem Umfeld nach so einer Klatsche? Nein, ich habe da jetzt im Moment noch nichts gehört. Das ist auch jetzt meine Aufgabe, mit der Mannschaft diese Woche zu arbeiten, in beiden Bereichen, im psychologischen Bereich als auch im Trainingsbereich. Wie gesagt, ich muss jetzt sehen, wie jeder Einzelne diese Woche im Training reagiert, und danach muss ich dann die Mannschaft aufstellen. Die Fans waren gestern sehr erbost. Einerseits natürlich auch über die enttäuschende Leistung, auf der anderen Seite auch über das, was sich da in Sachen Schiedsrichter zugetragen hat. Aber es tut dem FC, 1. FC Saarbrücken, nicht gut, wenn seine Fans so auftreten. Hat man da schon mit den Fans mal sprechen können nach dem Spiel? Nein, ich habe heute Morgen mit dem Fanbeauftragten gesprochen. Tatsache ist, die Fans haben die Mannschaft eigentlich nach dieser Leistung eigentlich noch sehr freundlich verabschiedet. Dafür muss ich mich einfach bedanken. Normalerweise hätten da auch Steine fliegen können nach dieser Leistung. Das muss man halt so sehen. Was dann während des Spiels da abgelaufen ist, das kann ich natürlich nicht gutheißen. Aber wenn die Emotionen so hochkochen, dann ja, dann bleibt das auch hier nicht aus. Ich meine, das ist kein Phänomen von Saarbrücken. Das gibt es auch bei diesen anderen Traditionsvereinen. Gibt es auch einen anderen Traditionsverein, aber wir wissen, dass der 1. FC Saarbrücken in dieser Region eine ganz besondere Bedeutung hat. Ganz mal Hand aufs Herz, wie optimistisch gehen Sie jetzt in die nächsten Wochen rein? Gut, für uns ist jetzt jedes Spiel wichtig. Ich kann jetzt auch nicht über das übernächste Spiel nachdenken. Ich muss jetzt über das Spiel gegen Eintracht Trier nachdenken. Wie gesagt, nochmal ein Derby, und da verlange ich einfach von der Mannschaft eine Rehabilitation für dieses Spiel gestern Abend. Und ich hoffe, die Mannschaft bringt das auch nervlich auf die Reihe. Also, wir werden es sehen, wir werden es natürlich verfolgen. Die Regionalliga steht da Bestandteil unserer Berichterstattung in der Arena am Sonntag.